Marco Batirana hier live zu Luzern, an der Junioren-Schweizer Meisterschaft im Curling. Du als Juniorenchef, was ist der erste Eindruck von diesem Wochenende und von der ganzen Ligasaison generell? Ja, mein Eindruck, ich bin überglücklich oder überwältigt, auch wie die Junioren super spielen. Alle geben sich extrem Mühe, die 16 Teams, ich meine wirklich beide, alle, die da sind, vom Anfang an, die 8 Buben- und Mädchen-Teams setzen sich extrem ein für den Sport und sie wollen wirklich und kämpfen und das macht eine riesen Freude. Und ja, sind sehr motiviert und nehmen die Sache sehr ernst. Auch wie es umgeht miteinander, habe ich das Gefühl, von außen sieht man, wie es sehr fair zu und her geht und das freut mich sehr fest, ja. Jetzt hat es ja im letzten Jahr eine Änderung gegeben im Modus bei den Junioren. Also das bedeutet, wenn heute am Nachmittag jemand Meister wird, dann werden die nicht bis wie anhin im Ende Februar, Anfang März an die Junioren-WM gehen, sondern erst im Jahr drauf. Jetzt ist das natürlich schon ein Jahr gelaufen. Das Team Bern ist letztes Jahr Meister geworden und hat sich somit schon für die Schweizer Meisterschaften in diesem Jahr qualifiziert. Was ist denn jetzt ein spezielles Event gewesen? Was hat er speziell mit denen zusammen geschafft, weil sie ja eben im Moment das Nationalteam sind? Ja, speziell ist, also ein Spezieller, der vielleicht raussticht, ist, dass man auf Kanada ist, 2 Wochen mit ihnen, also mit dem Team Bern von Janik Schweller, und dort ein intensives Trainingslager gehabt mit 2 Turnieren auf höchstem Niveau. Das ist ein Punkt. Und das andere ist eigentlich, was wahrscheinlich mehr oder entscheidender ist, dass wir es dass man einfach zusammen schafft über eine ganze Saison. Turnier bleiben dann für sich die Gleichungen, da kann man nicht neu erfinden. Aber dass man es ständig begleitet, immer analysiert, sind wir auf dem richtigen Weg. Wir haben da so Milestones gemacht, geschaut, Stopp, Halt, stimmt es, wie wir arbeiten. Wenn wir im Training weiter schaffen, gibt es technische Probleme, gibt es mentale Probleme und. Dass man da wirklich auch Zeit hat, um das anzugehen. Mit auch Fachpersonen haben wir beizogen zum Teil. Und so jetzt dann für sich, denke ich, wir sehr gut vorbereitet sind für Tallinn und ich freue mich auf die WM. Ich glaube, dass wir ein gutes Team haben, oder 2 gute Teams auch mit dem Mädchen-Team. Ja, und ich bin nach wie vor überzeugt, dass sich der Systemwechsel gelohnt hat oder dass es sich der bewähren wird, sagen wir so. Jetzt sind wir hier vor der finalen Runde, bevor die neuen Schweizer Meister gekürt werden, jetzt Luzern. Jetzt hat sich da das eine oder andere Team ein bisschen ins Rampenlicht gespielt, wo man vielleicht vor der SM noch nicht so auf dem Radar hatte. Wie wird jetzt vorgegangen von Seiten Verband, diese dementsprechend in die Förderung aufzunehmen und was schaut für die dabei raus, wenn sie jetzt da weiter Spitzensport oder sagen wir Junioren-Spitzensport verfolgen? Ja, gerade bei dem Mädchenleben ist sicher nicht schon eine Überraschung, wo, ja, wo jetzt wirklich sehr, sehr stark aufgespielt haben, die ganze SM-Tour, oder ja, sicher da in Luzern sehr stark gespielt haben. Bei den Buben auch, in Schaffhausen, wo man noch nicht so ein Radar hatte. Und jetzt sind sie plötzlich auch sehr weit vorne, spielen jetzt eine Bronzemedaille. Ja, ich finde das super lässt, dass wirklich und, so viele Teams oder eben auch unbekannte Teams in dem Sinn sich können führen kämpfen. Ich finde das Wichtigste für den Sport, dass wir Challenge haben, dass wir Competition und Wettbewerb, dass sie sich gegenseitig auch so ein bisschen können, das Niveau in der Schweiz erhöhen. Was heisst das für die Förderung für die? Schöne ist, da freut mich nämlich auch, ich konnte schauen, dass praktisch alle von all diesen 16 Teams, die hier teilgenommen haben, der SM, praktisch alle an den Selektionen teilnehmen. Es hat ein paar wenige Ausnahmen, die nicht mitmachen an der Selektion. Und uns, die ganze Förderung läuft halt über das Fördersystem Piste. Also ich bin auch ein bisschen gezwungen, vom Aspo und von Swiss Olympic her anzuwenden. Und ja, Neuchâtel macht mit jetzt als Beispiel. Auch Schaffhausen machen in der Selektion voll mit. Die werden da jetzt auch einige Punkte können sammeln und ich hoffe, dass sie ja dann die gerechte Förderung bekommen. Ja, es ist eigentlich systemisch klar und fair und auf dem werden wir weitermachen. Jetzt ist ja so angekündigt worden, dass es ab nächster Saison möglicherweise, man hofft, dass es bis nächste Saison reicht, ein sogenanntes SCRS, Swiss Ranking System, für Junioren soll geben. In 2 Wochen oder so ist da eine Tagung, die da genauer erklärt wird. Kannst du schon ein bisschen Spoiler geben, schon ein bisschen etwas vorausverraten? Ja, logisch. Also es geht darum, dass man eben in diesem ganzen Fördersystem, das du vorhin angesprochen hast, ist im Prinzip am meisten Punkt, 40% vom ganzen, von der ganzen Selektionsprozess, sehr die Meisterschaftsleistungen sein. Und die sind aus meiner Sicht einfach so, wie sie jetzt punktiert werden, ist einfach die Frage, will man sie so lassen. Eben aus meiner Sicht finde ich, man könnte es noch ein bisschen verbessern, noch fairer machen, noch transparenter machen. Ich denke, jetzt ist es
ja, noch nicht so ausgereift. Und eben, wie gesagt, das ist der Bereich des ganzen Tests, der am meisten zählt. Und ich finde, der soll auch sehr professionell beurteilt werden. Und um den geht es schlussendlich. Also es geht nicht um etwas Neues einzuführen. Wir gehen jetzt schon Punkte für die Meisterschaft. Eben, ich finde es auch ein bisschen einfach. Ich finde, man könnte es vielleicht noch ein bisschen professioneller machen. Das ist auch noch für sich da, wo ich anstrebe mit dem Ganzen. Und da geht es ein bisschen um Fragen wie... Also erstens mal, welche Spiele sollen bewertet werden? Sollen nur das Spiel bewertet werden? Sollen das Turnier bewertet werden? Sollen Ranglisten bewertet werden? Sollen alle Spieler bewertet werden? Auch die, die auf der Ersatzbank sitzen oder nicht? Das sind so Grunddiskussionen, oder? Die man führen muss, wo ich denke, im Nachwuchs anders ist als in der Elite. Weil es einfach auch andere Dynamiken hat. Und was ja auch noch um mehr geht, es geht ja nicht nur um Sieg, sondern es geht ja auch, um die Jungen irgendwo können, ausbilden zum Girling spielen. Und dass sie nachher auch irgendwie, wie sagt man, ja, zu Girling-Spieler werden. Und wenn man natürlich mit einem so System vielleicht auch den einen oder anderen eben vergrault oder sogar zermürbt, dann wäre das auch nicht das Ziel. Also das sind so die Fragen, die ich habe und eigentlich die gerne möchte mit Coaches und mit den recht Betroffenen diskutieren, dass man auch noch wieder weitermachen kann. Gut, das klingt alles sehr optimistisch. Wir freuen uns auf die Zukunft. Wir wünschen viel Erfolg mit allen Plänen von der Nachwuchsförderung von Swiss Girling. Merci Marco Battilana, Nachwuchschef, für das Interview.